Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir auch ein bisschen Jump World auf dem Teamodia.de Server und gucken einfach mal, wen wir hier herausfordern können. Ich glaube, es gibt gerade keinen Gegenspieler oder so. Machen wir nebenbei einfach mal dieses Jump Run so schon zum Einspielen. Dürften wir eigentlich locker flockig schaffen. Eigentlich. Noch geht's. Ja, easy, motherfucker. Haben wir das Jump Run geklärt. So, geht denn das hier lang? Nice. Ich bin runtergefallen. Okay, anscheinend passiert da nichts. Suche ich mir einfach einen Tagessieger raus und dann passt das. Zack. Spielen wir Candy und LSD Rush. Das hört sich doch vielversprechend an, oder? Ja. Achso, genau. Mit am Start ist die It's Lonzo. Hi, Freunde. Abonnieren. Abonnieren. Erster Link in der Beschreibung und so. Ja. Ja, als ob. Laura, das ist richtig harte LSD-Map. Opfer. Erstmal hier. Alle Sprünge sind schaffbar. Leider gibt es keine Story oder Ender-Kristalle. Was? Als ob das der erste Sprung wäre. Als ob. Nice, es geht einfach über Oreos. Ja, richtig geil. Okay, erster Checkpoint geregelt. Okay, die Sprünge sind nicht so hart schwer, aber willst du mich forschen? Glasspane. Ja, willst du mich fegen? Digga, das Glasspane penetriert mich. So, hochspringen. Nice, haben wir den nächsten auch schon gegettet, den nächsten Checkpoint. Meine Freunde. So. Easy. Laura, hast du irgendwas zu erzählen, so nebenbei, um ein bisschen so den Content in diesem Video hier voll zu packen? Ist doch dein Video, kannst du doch erzählen. Nee. Hä, wahrscheinlich, oder? Hä? Alter. Ich schwöre keinen Ton. Fuck mich gerade über. Warum habe ich keinen Ton, Mann? Ich habe bei Skype Ton, aber bei YouTube nicht. Oha, ist ja mal mega geil gemacht. Man hat so Speed und rennt so auf Regenbogen. Ah. Regenbogen. Sheesh. Jetzt höre ich was. So. Nein, lol, als ob man beim letzten Ding hochspringen musste, richtig hart asozial. Nice. Gegönnt. Zack. Oh, nice, haben's geschafft. Ich hab echt so ein Problem mit dem Speed. Das fuckt ein bisschen ab. Nice! Haben wir schon wieder gefailed. Heads up! Was soll man das denn machen? First Try komme ich hier. Alter! Eigentlich kommt man da schon First Try durch, aber. Irgendwas. An irgendwas fail ich einfach gerade. Easy. Ja, nice! Ich habe schon 31 Fails, glaube ich. Kann das sein? Ja. Der Boy ist einfach zu inkompetent für das Game. So. Komm jetzt aber. Nice. So. Hab ich's geschafft? Ja, hab's. Nice Checkpoint. Jetzt hier rüber. Okay, ich bin froh, dass ich nicht so hart schlicht in Jump'n'Runs bin. Sonst würde ich echt ragen. An manchen Punkten. So. Okay, schön Deckensprung gegönnt. Ich glaube, da muss ich noch nicht mehr hinspringen. Ich habe gar nicht so wirklich gesehen, wo ich hinspringen muss. Anstatt ich da einfach rumgehe, so vorsichtig. Nö, nö, der Boy will durchrushen. So. Hier hoch.
Sprung hoch. So. Ich hab's. Die Richtung war schon richtig. Okay, wir wurden teleportated. Hier rüber. Okay. Hä? Lol. Zap. Hä? Ja, moin. Was ist denn das? Lol. Alter. Er ist voll cool gemacht. Also, ich finde, man muss schon erstmal so eine Idee haben, bevor man sowas baut. Und die habe ich einfach nicht. Hier hoch. Hey, lol. Musste gar nicht hier hoch. Easy. Nice, dann schaffe ich den Sprung nicht. Aber hier kann man eigentlich First Try ohne anzuhalten durch. Bis auf diese eine Stelle mit dem Teppich, wo ich mir gerade den Kopf angestoßen habe, vor ein paar Sekunden. zack, zack. Hier. Als ob ich jetzt an diesem Teppich hängen geblieben bin. Zack, 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 zack. Normale, sonst kommen wir eigentlich hier relativ gut durch. Was? Das. Okay. Muss man einfach nur durchrennen. Okay. Sprung haben wir geschafft. Was? Wo müssen wir denn hin? Lol, mein Jump Boost. Da oben, lol. Oha, richtig hat LSD jetzt. Whee! Alter! Meine Augen! Ah! Was denn? Das brennt richtig hart in den Augen. Alter! Ich schwöre, du fällst so durch so einen richtig hart langen Tunnel. Mit Farben. Ich hab und es so tut weh, oder was? Krebs bekommen. Fuck, ja, okay. Optik war natürlich AIDS. Nee, Optik war gut so an sich. Sprünge waren sehr gut und die Kreativität auch sehr gut. Mir hat es persönlich echt gut gefallen. Und ich würde mal sagen, da dieses Jump'n'Run nicht so hart lang gedauert hat, hängen wir einfach noch einen Tagessieger dran. Ne? Gomme HD im Candyland. Gucken wir uns das mal an. Ich weiß ja nicht, was das für eine Map ist, aber hört sich interessant an. Komm. Ja, doch mal zu Ende hier. Egal was, warum lädt es so lange? Jetzt haben wir es. Okay. Willkommen auf meiner Map. Gomme HD. Wenn du diese Map spielst, ist es schon die dritte. Sorry, Candyland. Doppelpunkt 3. Gucken wir uns das mal an. Übrigens, es gibt 3 Kristalle auf der Map, die du einsammeln kannst. Startup hier. Lecker Kuchen. Okay, erstmal Kuchensprünge. Sind alle machbar. Bin ich im Cobweb hängen geblieben. Aber das macht nichts. Checkpoint haben wir bekommen. Nice, ich bin natürlich der G, der durch dieses eine Loch fällt. Ganz unauffällig war das. Okay, haben wir schon meinen ersten Kristall eingesammelt. Können wir jetzt einfach da jetzt rechts lang. Lol, da war ein Checkpoint. Ich bin einfach so vorbeigelaufen. Easy. So. Komm. Jetzt. Was steht da? Also so sieht eine Gummischlange aus. XD. Nice. Alter, ist das ekelhaft. Okay. Sprünge sind machbar. Ist schon mal eine nice Map. Schau mal runter. Okay, haben wir es geschafft, hier rein. Und ich dachte, in diesem Eimer wäre immer Gold. Wenigstens sind hier ein paar Bonbons.
Nice. Hier hoch komme ich nicht, ne? Oder? Ne. Okay. Zack. Kommen wir noch ohne Leitersprung ran. Passt. So, um die Ecke. Okay. Checkpoints sind auf jeden Fall ordentlich verteilt. Nicht so, dass man irgendwie so richtig lang durchjumpen muss, bis man dann einen Checkpoint kriegt und dann verkackt man kurz davor oder so. Das wird ziemlich lame. Aber nö, das ist alles ziemlich gut gemacht. So. Hier so eine Ecke. Komm. So. Hoch. Hier rechts. So. Nein. Habe ich doch einmal gefailt. So. LOL. LOL. Er ist ja mega geil gemacht. Oha. Hier kann ich stehen bleiben, theoretisch. Da auch. Nice. Oh, ich hab's geschafft. Alter, Laura muss dir vorstellen, ne? Da waren so halt Wege, wo du rüberspringen musstest, aber die haben sich immer so um einen Block versetzt. Mhm. Richtig cool gemacht. Ich weiß gar nicht, wie man das machen müsste. Gucken wir mal an. Circa 700 mit Fruchtsaft. Was? Um auch etwas zu lernen in diesem Jump'n'Run, gibt es jetzt ein Quiz. Wann wurde die Süßigkeit erfunden? Wann wurde die Süßigkeiten erfunden? Beste Deutsch! Laura, wann wurden Süßigkeiten erfunden? Keine Ahnung, was, gibt's irgendeine Auswahl oder so? Ja, 1257 durch den französischen König Louis und, circa 700 mit Fruchtsäften in Persien. Oh, kein Plan, Alter. Okay, ich hatte es falsch, es war mit den Fruchtsäften. Wer kommt denn auf Fruchtsäfte gegen 700? Kommt denn auf so eine Idee, bitte? Okay, durch die roten Blöcke stirbt man. Ist auch nicht bei jedem Jump'n'Run so. Okay, haben wir es doch first try geschafft. Einmal durch. So, finde den Weg auf den Strohhalm. Hier hoch. Hier. Spring zu den M&M's. Die Packung sieht krüppelig aus. Nice! Er ist voll witzig gemacht. Nice. Okay, die Tür kann man jetzt nicht aufmachen. Wäre ziemlich großzügig gewesen. Springen wir hier runter. Sind dann auf der M&M-Packung angelangt. Spring vorsichtig auf den M&M's herunter. Er ist ja so ein bisschen Get-Down-Feeling. Willst du mich forschen? Ja, genau, als ob. Hä? Ja, genau. Was ist denn das für ein Müll? Oh. Okay. Dann ragge ich nochmal kurz. Easy. Bin ich doch verreckt. Da bekomme ich Regeneration. Warten wir einfach mal kurz, bis wir voll gereckt sind, meine Freunde. Da können wir theoretisch auch schon runterspringen. Ist ja auch nur Regeneration. Das weiß ich leider nicht, was das für ein Effekt ist. Damit kenne ich mich leider nicht so gut aus. Ich könnte es ja mal versuchen. Hier ist es nichts. Grünes Speed, das weiß ich. Okay. Das ist wieder Regeneration. Jetzt würde ich in das Innere der Schüssel. Okay, da wäre ein Checkpoint. Dann raggen wir einfach nur kurz, dann passt das. So.
Podcasts. So ein paar Sprünge. Relativ easy geregelt. Freunde. So, hier runter. Zack. Sind auf jeden Fall alle machbar. Die Sprünge. Okay, ich habe keinen Effekt. Ich dachte schon, es hat sich so ein bisschen wie Langsamkeit angefühlt. Oh lol. Bounce. Und hat einfach Sprungkraft. Jump Boost. So. Ist einfach das Wort gerade nicht eingefallen. Richtig peinlich. Easy, Mama. Yes, sir. So, ich glaube, da kann ich jetzt hoch. Da ist ein Creeper. Sprenge dich mit den Creepern in die nächste Schüssel. Na toll. Ist halt alles aufgefressen. Ey. Hm. Gott, war das peinlich. Ich hab den Sprung aber nicht geschafft. Jetzt aber. Hä? Mega nice. Hä, ist ja mega geil. Du boost. Du musst dich einfach so mit Creepern hochboosten. Ist stark. Ah, fuck. Okay. Hä, da komme ich doch niemals hin. LOL, jetzt habe ich nicht rübergeboostet, oder was? Jetzt habe ich es. Nice. Okay, na endlich, geht doch. Es wird dunkel. Auf dem Weg zum Portal erwartest du böse Mobs. LOL, was? Die fisst mich. Was? Hä, ist ja mega mies. Hä? Ey, er ist ja richtig hart mies gemacht. Okay. Hoppla. So. Zack, zack. Nein, nicht rüberspringen. So. Nice, über so einen Regenbogenweg anscheinend. Sieht auf jeden Fall fresh aus. Mit so Glas, mit farbigem Glas. So. Jetzt sind wir wieder auf Oreos. Yay, wir sind auf Oreos. Nice. Haben Nachtsicht bekommen. Und wir haben Langsamkeit. Was ist denn das für eine Scheiße? Okay. Sprung war schwer. Haben wir aber doch geregelt. Freunde. So, nicht mehr weit. Ich sehe schon, dass... Ich sehe das Portal schon. Ja, da hinten. Nice. Sieht schwierig aus, ist es aber nicht. Nimm Anlauf und dann springe. Wohin? Hä? Ja, genau. Mega. Als ob. Dieser What? Was? Als ob. Was denn? Alter, mega geil. Ich musste durch Regenbogen-Glas-Panes springen. So Regenbogen. So Ringe. Aus Glas. Ist stark. Du hast wohl zu viel Süßes gegessen. Schnell in dein Zimmer. Und schlafen gehen. Das hilft bestimmt. Alter, man bekommt dafür Übelkeit. Mami, ich will mein Zimmer. Minecraft! Lol, einfach so ein PC. Da steht Minecraft drauf. Easy. Okay, danke fürs Spielen meiner Map. Ich würde mich über eine faire Bewertung freuen und hoffe, ihr hattet Spaß. Bauzeit, ich habe nicht gezählt, XD. Werbung freiwillig. Lagets HD. Leute, erster Link in der Beschreibung, direkt nach ins Lautze. Map-Bild bei Lagets HD und Lagets HD. Easy. So, wenn du die Map nochmal sehen willst, ja, vielleicht später mal gucken. Ich fand auf jeden Fall alles sehr gut, sehr kreativ vor allem. Muss erstmal auf so eine Idee kommen, meiner Meinung nach. Ja, und dann würde ich einfach sagen, was ist für die heutige Folge Jump World auf dem timonia.de Server. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einfach eine kleine, fresche Bewertung da. Wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da, Leute. Schaut auf jeden Fall bei der Itzlautze vorbei. Link, erster Link in der Beschreibung, meine Freunde. Danach verlinke ich noch diesen Lagets HD, juckt mich nicht. Und sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann und ciao. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier kommt ihr zu meinem
letzten Video und zu meinem vorletzten Video. Beide Videos sind noch in der Beschreibung verlinkt.